Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Ziele, die Wünsche, auch die Talente junger Menschen sind vielfältig. Ein Bildungssystem sollte diese Vielfalt, diese Selbstbestimmung nicht ausbremsen, sondern sie unterstützen, sie fördern. Ein gutes Bildungssystem, gerade in der beruflichen Bildung, es unterstützt die verschiedenen Möglichkeiten, nach jeder Art von Abschluss wieder einen neuen Anschluss zu finden. Dies auch flexibel über modularisierte Teilabschlüsse über den gesamten Lebensweg zu ziehen, und zwar je nach individueller Lebenssituation und Fähigkeiten. Das, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, das sichert Durchlässigkeit in unserem Bildungssystem. Das schafft Aufstiegschancen, und zwar jeden Tag neu. Und das macht Menschen stark, ihren Lebensweg selbstbestimmt und mündig in unserer Gesellschaft zu gehen. Und genau deswegen treibt es mich um und macht es mich besorgt, wenn wir immer wieder mehr unversorgte Jugendliche sehen, Frau Kollegin Fahimi. Wenn insbesondere über 2 Millionen junge Menschen ohne jeglichen Berufsabschluss dastehen, das sind 9%, Frau Ministerin, 9% mehr als im Vorjahr. Und das sind jeder von Ihnen, jeder junge Mann, jede junge Frau, solche, die Talente haben, aber trotzdem mit wesentlich schlechteren Startchancen in ihr Berufsleben starten, die schon viele Frustrationserlebnisse gemacht haben. Und von daher müssen wir uns wirklich sehr ernsthaft und nicht nur als Sonntagsrede fragen, das und was wir an dieser Stelle besser machen müssen. Wir müssen besser werden bei Ausbildungsfähigkeit. Und Frau Kollegin Fahimi, da müssen Sie mal in die Ausbildungsunternehmen, in die Betriebe hineingehen, was dort an Mangel gesehen wird. Wir müssen hier nicht nur auf dem Bereich der Kenntnisse und Kompetenzen, sondern auch beim Leistungswillen ansetzen. Wir brauchen eine passgenauere Berufsvermittlung und Berufsorientierung, mehr modularisierte Angebote und begleitende Ausbildungshilfen. Aber ich glaube, dass der Schlüssel wirklich ist, die berufliche Bildung wieder attraktiver zu machen, damit wir mehr junge Menschen dafür interessieren, aber insbesondere auch auf dem anstrengenden Weg der beruflichen Bildung an der Stange halten. Doppelt qualifizierende Abschlüsse, Berufsabschluss plus Schulabschluss, Berufsabschluss plus Studienabschluss können ein Weg sein. Auch Hochbegabte dürfen hier nicht aus dem Auge verloren werden. Und darüber hinaus müssen wir endlich die neuen Berufsbilder, die veränderten Anforderungen umsetzen. Der Tischler, er plant längst 3D die komplette Wohnzimmerwand. Der Elektriker ist der Smart Home Manager geworden. Und da kann es nicht sein, dass wir in einer gesamten Legislaturperiode nur 48 von 327 Ausbildungsberufen neu ordnen und dann noch nicht einmal die Hälfte mit digitalem Bezug. Nein, wir brauchen eine qualitätsvollere, wir brauchen eine spannendere Ausbildung. Das kann man überall im Ausland schon beobachten. Und ich glaube, dass es uns gut täte, das hier durch konkrete Mehrinvestitionen, gerade Frau Kollegin Karliczek, beim Digitalpakt, durch mehr Investitionen als das, was Sie bislang vorsehen, hier die Berufsschulen fit zu machen, die Ausbildungsunternehmen fit zu machen, damit wir die berufliche Bildung auch weiter als Zukunftsmodell exportieren können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Als nächstes rufe ich auf den fraktionslosen Abgeordneten Mario Miro.